Wie, nee? Okay, meine Damen und Herren, es war wohl doch zu schwierig. Wir werden das Spiel am Ende der Sendung natürlich für Sie auflösen, machen jetzt aber direkt weiter. Ich brauche jetzt hier ein paar Gewinner. Und zwar spielen wir jetzt was Neues um 1.000 Euro sichere Gewinnsumme. Schauen Sie mal, ich möchte von Ihnen wissen, welches Streichholz muss man umlegen, damit diese Gleichung stimmt. Auf was? Telefon hat noch nicht... Es hat geklingelt! Guten Abend! Guten Abend! Mit wem sprechen Sie? Fatih. Fatih! Schön, dass du mit dabei bist. Welches Streichholz musst du umlegen? Es gibt zwei Möglichkeiten. Aha. Und zwar entweder die 2 zwischen 1 und 3 oder beim anderen Dreier die 9 zwischen 8 und 10, dann gibt es 5 plus 3 ist gleich 8. Soll ich dir was sagen? Ja. Du hast 1000 Euro gewonnen! Wow, ja. Das ist super! Geil! Ja, also eine Antwort hätte mir auch gereicht, aber stimmt, zwei sind natürlich möglich. Freust du dich? Ja klar, logisch. Und du hast das Geld heute noch auf dem Konto, ne? Per Expressverweisung. Wäre ja super. Viel Spaß mit dem Geld und bleib kurz in der Leitung. Ja? Vielen Dank, schönen Abend. Ja, ebenso. 077 und 3 mal die 8, aber hier stehen ja auch nochmal alle Nummern unter mir eingeblendet. Sollte nichts schief gehen und es hat wieder geklappt. Herzlich willkommen, wer ist denn da? Hallo? Bitte sprechen Sie mit mir. Ah, Mist. Mensch, machen wir weiter und ich lege jetzt nochmal 500 Euro oben drauf. Ui, da war aber jemand schnell. Guten Abend. Guten Abend. Wer ist in der Leitung? Gustav ist mein Name. Gustav, herzlich willkommen. Welches Streichholz legst du mir um, damit diese Gleichung stimmt? Das Streichholz Nummer 2. 2? Auf die 8. Und wo legst du das hin? Auf die 8. Auf die 8. Dann wäre das... Dann wäre das ja gar nicht. Was ist das für eine Zahl, wenn man die 2 wegnimmt? Also ist schon weg. Nee, das ist leider auch nicht richtig. Da muss wohl ein kleiner Fehler passiert sein. Sehen Sie es. Denn... Oh, da klingelt's gleich. Guten Abend, wer ist dran? Hallo? Direkt aufgelegt. Gleich die nächste Runde. Kommen Sie, meine Damen und Herren. Gleich die nächste Runde. Es liegt an Ihnen jetzt. Die Gewinnsumme kann variieren, die kann fallen, sie kann auch noch steigen. Wichtig ist, dass Sie sich bitte Ihr persönliches Limit hier auch mit dem Anrufen setzen. Oh, da ist aber jemand schnell dabei. Herzlich willkommen, wer ist dran? Oh, der Werner ist nochmal bereit. Herzlich willkommen. Welches Streichholz muss man umlegen, damit diese Gleichung stimmt? Man muss plus das 18er Vektor am Ball. Oh, nochmal langsam. Was muss man? Man muss plus das 18er Hölzel weg oder am Ball. Das 18er Hölzel weg? Aber okay. Weg gibt's ja nicht, ne? Man muss es ja umlegen. An eine andere Stelle legen. Also wegschmeißen gilt hier nicht. Habe ich aber gesagt, am Anfang, meine Damen und Herren, das ist wichtig. Also man muss es umlegen, das steht ja auch hier in der Aufgabenstellung. So, gleich neue Runde, meine Damen und Herren. Wir schaffen das noch, keine Sorge. Wir kriegen das noch hin. Jetzt der dritte Versuch oder ist es der zweite Versuch? Probieren Sie, kommen Sie. Guten Abend, wer ist mit dabei? Hallo? Hallo? Hallo, wer bist du? Der hört doch jemand, ne? Das höre ich doch ganz genau. Aufgelegt. Aufgelegt! Meine Damen und Herren, ich gebe Ihnen jetzt nochmal 500 Euro obendrauf. Vielleicht nutzt das was. 2000 Euro und der Plasmafernseher. Mensch, wir versuchen es jetzt nochmal. Wo ist mein Geld? 2000 und dem Fernseher. Und der kann es nicht gut gebrauchen. Trauen Sie sich. Und es klingelt. Einen wunderschönen guten Abend. Wer ist denn da? Ja, hallo, hier ist der Martin. Martin, ich grüße dich. Hey, deine Lösung. Welches Streichholz legst du um, damit es stimmt? Also die 15 unter die 8 und 18 auf die 14. Dann kommt raus, 8 ist 2 plus 6. Oh, was hast du denn gemacht? Nein, es geht hier wirklich nur um ein einziges Streichholz, das du umlegen musst. Also jetzt habe ich irgendwie nur Bahnhof verstanden. Und ich gebe Ihnen jetzt auch noch einen Tipp, den sagt mir nämlich gerade die Regie. An dem ist gleich und an der hinteren 8 wird nichts verändert. Also bei vielleicht... Ah, das Telefon klingelt. Wunderschönen guten Abend. Wer ist dran? Hallo? Wieder niemand in der Leitung? Das gibt's doch nicht. Leute, was ist los mit euch? Hallo? Hallo? 3, 2, 1, keiner da? Also das ist jetzt echt ärgerlich.
Was kann ich denn jetzt noch machen, Regie? Was, Mama? Jetzt wird's aber richtig eng hier. Ja, mir kam das eben schon so komisch vor, dass dieser Wächter hier stand und mir schon so auf die Uhr guckt und sagt, ja, was ist? Aber wir haben noch ein paar Minuten. Aber jetzt, was ist denn jetzt hier mit dem Licht los? Sieht man mich jetzt überhaupt noch? So, 2 Minuten Uhr. Die letzten 2 Minuten fürs Leitungsspiel, meine Damen und Herren. Und dann, zack, 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 wird der Hotbutton wahrscheinlich eingeschaltet. Ich starte in 3, 2, 1 und Bingo, los geht's. 4, 3, 2, 1 und Telefon klingelt. Wunderschönen guten Abend. Wer ist denn da? Hallo, hier ist der Hans im Glück. Hans im Glück. Glück, jawohl. Das ist ja ein geiler Name. Ja, genau, gell? Herzlich willkommen. Ich heiße so herzlich willkommen. Ihre Lösung bitte. Welches Streichholz muss man umlegen? Ich würde das Dreier nehmen und über das Achter stellen. Dann heißt 6 und 2 ist 8. Und das ist? Richtig. Jawohl. Genau. Also, Sie haben jetzt schon mal 2000 Euro gewonnen und den Plasma-Fernseher. Jetzt nennen Sie mir mal 3 Buchstaben hier, wenn alle 3 richtig sind, unter dem praktisch das Logo steht, dann haben Sie noch den Jackpot. Nennen Sie mir bitte 3 Buchstaben. Ich nehme mir mal das H. H wie Heinrich? Ja. Eins im Glück, ja? Ja, und dann kommt das A. Das A. Und dann kommt noch das F. F. Ja. Ah, Sie sehen, leider hat das jetzt mit dem Checkpoint nicht geklappt, aber Sie haben nochmal 20 Euro obendrauf. Wunderschön. Das heißt, 2020 Euro, ein Plasma-Fernseher, Hans im Glück, das ist ja fantastisch. Doch, ich freue mich drüber. Ich freue mich auch, das wäre jetzt die Lösung gewesen von unserem Spiel vorher, 1035. Das D hat gefehlt bei 43, was wäre noch gewesen? Bei der 12 war noch die 11 mit drin, natürlich, das wäre es noch gewesen. Mensch, da bin ich selber nicht drauf gekommen. Meine Damen und Herren, ich wünsche Ihnen eine gute Nacht. Die haben es sich verdient. Wir sehen uns morgen wieder um 1. Tschüss.